Und schönen Nachmittag den Vertretern der Presse, den Gästen im Bildbereich sowie den Fans in den Umbau zur Pressekonferenz nach dem wichtigen DEL-Meisterschaftsspiel der Scorpions gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Zunächst einmal die offiziellen technischen Daten der deutschen Eishockeyliga. Endstand 2:1 für die Scorpions, Zuschauer 4.250, Schüsse aufs Tor 34 Hannover sowie 27 Nürnberg. Und Strafen 10 Minuten für die Scorpions sowie 13 plus 20 für die Thomas Sabo Ice Tigers. Danke zunächst unseren Gästetrainer Bernd-Jorge Gustafsson um sein Statement. Ja, zumeist hallo und gratuliert zu diesen wichtigen drei Punkte. Das ist diese letzte Phase ist sehr interessant und alle drei Punkte sind so wichtig. Also gratuliere noch einmal. Und, aber ja, wir haben nichts wirklich schlecht gespielt und ja, dieses zweite Tor so wichtig für uns verloren bekommen und das Schiedsrichter entscheidend gemacht, dass wir wurden Tor rum und das weiß ich, die neue Regel ist, dass du kein Tor umsteigen und ein Tor schießen, aber heute nichts und dann das ist schade und dann ja, das ist schade auch dieses zweite Tor bekommen, dass normalerweise teilweise stoppt das Scheibe, aber heute das ist das nicht gemacht und dann ist das entscheidende Spiel und wir haben noch sehr gut interessiert gespielt und wir haben nicht viele. Am letzten Drittel haben wir ein bisschen mehr Schüsse im Tor bekommen, aber seit letzten zwei Drittel los nichts viel und das ist schwierig, so ein Tor zu schießen, wenn du nichts scheinbar so Tore bringst und Verkehr hast und ja, der hast du der Beste von uns gemacht und ja, musst nur gratulieren und ich muss nur Energie finden für nächstes Spiel und Dienstag in Berlin und das ist ja, weitergehen. Soweit Gästetrainer Bernd-Jorge Gustafsson. Eine Premiere hier bei der Pressekonferenz für mich zumindest. Da habe ich unseren Sportdirektor Markus Stichnot im Namen wahrscheinlich auch für Igor Barbot zum Sieg gratulieren und auch ihn natürlich um sein Statement bitten. Ja, zuerst einmal möchte ich Igor entschuldigen, der hat noch eine Einheit eingesetzt, die er auch selber begleiten wollte, hat dann auch noch einen wichtigen Termin und bitte das zu entschuldigen. Zum Spiel. Wir haben im ersten Drittel sehr viel Überzahl gehabt und man merkt der Mannschaft momentan an, dass jeder bis in die letzte Haarspitze eigentlich unbedingt was dazu beitragen will, dass ein Spiel positiv für uns gestaltet wird. Und wir verkrampfen dann oft sehr. Die Nürnberger haben sehr gut Unterzahl gespielt, aber wir haben auch nicht das nötige Glück gehabt, weil wir dann vielleicht noch ein bisschen zu nervös sind. Dann kriegen wir zu einem unglücklichen Zeitpunkt das 1-0. Was normalerweise, wenn du so lange Powerplay gespielt hast, dich schon mal zurückbringen kann, aber die Mannschaft hat dann im zweiten Drittel sehr gut gespielt, sehr konzentriert gespielt, hat auch wenig Scheingut für Nürnberg zugelassen, dann das verdiente Tor von Stefan Wilhelm kurz vor der Pause, dann unmittelbar nach der Pause das Tor von Sascha, was natürlich glücklich war. Aber alles in allem, das Glück hat sich die Mannschaft erarbeitet und hat dann auch bis zum Schluss komplett sehr, sehr gut als Team gearbeitet und das hat sich wurde dann im Prinzip belohnt. Soweit Sportdirektor Marco Stichnot. Gibt es Fragen? Für den Franz, für Franz. Ja, Chris hat heute wieder gespielt, etwas überraschend. Kannst du vielleicht kurz was aus seiner Sicht zusammen sagen? Es kam die Frage auf, dass Chris Höpfer heute wieder gespielt hat, etwas überraschend, und auf Marco Stichnot da mal etwas zu sagen kann. Ja, Chris ist, wie wir wissen, hat Gehörerschütterung und hat auch jetzt in den letzten Wochen nicht trainiert, aber für ihn war es in den letzten Tagen wichtig, es ging also deutlich besser und er hat dann gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Und wenn man jemanden in der Qualität wie Chris Höpfer hat, dann muss man auch sicherlich immer gesehen, dass er die Zeit lang nicht trainiert hat. Er wollte die Mannschaft unbedingt unterstützen und wollte auch den Fans, die die ganze Zeit hinter ihm stehen, alles wirklich tun, um uns den Weg in die Playoffs zu helfen. Und da sind wir natürlich auch überwiegend sehr froh gewesen, dass er sich bereitstellt und hat ja auch gesehen, seine Erfahrung ist einfach die jetzige Phase für uns enorm wichtig.